Ja, nachdem gestern der katalanische Ministerpräsident Puigdemont ja ziemlich kryptische Sachen erzählt hat, im Prinzip klang das so, als ob er die Unabhängigkeit ausgerufen hat. Danach hat er sie aber dann doch ausgesetzt und zum Dialog aufgerufen. Das klang ja schon mal irgendwie so, als wenn er sich nicht mehr ganz so sicher wäre mit seiner Regierung, ob das Ganze, die ganze Aktion so die ganz dolle Idee ist, hat dann auch heute Mariano Rajoy, der spanische Ministerpräsident, zum Dialog aufgerufen. Das klingt doch auf alle Fälle erst einmal erfreulich, hat die Märkte jetzt nicht so wirklich bewegt, aber immerhin scheint da ein bisschen Druck vom Kessel zu kommen in Spanien und das ist doch schon mal eine gute Botschaft gewesen. Die nächste Botschaft erwarten die Märkte nun also von der Fed, die heute Abend ihr Sitzungsprotokoll der letzten FOMC-Sitzung, also die Sitzung des Geldpolitischen Ausschusses, veröffentlicht wird. Dort erwartet der Markt einen klaren Hinweis auf eine Zinserhöhung im Dezember. Den wird man wohl präsentiert bekommen. Also man geht auch nicht davon aus, dass es große Überraschungen geben wird. Ob das dann also die Märkte tatsächlich endlich mal wieder ein bisschen bewegt, weiß man nicht. Ein bisschen bewegt hat sich heute Euro-US-Dollar, werden wir dann gleich sehen. Der Internationale Währungsfonds hat heute übrigens die Zentralbanken der Industrieländer davor gewarnt, zu schnell die Geldpolitik strafen zu wollen, beziehungsweise das Ganze eben auch zum falschen Zeitpunkt zu machen. Also da ist man scheinbar der Auffassung, dass einiges zu schnell geht. Die Bundesregierung hat heute die Wachstumsprognosen deutlich angehoben. Das war doch auch nochmal eine positive Nachricht. Also insgesamt waren die Nachrichten gut, positiv. Und die Märkte, naja, wie gesagt, ein bisschen uninspiriert zurzeit, aber es ist nicht negativ. Wir schauen mal auf die Daten von gestern und heute. Ja, gestern gab es also viele grüne Zahlen, wie wir hier schon sehen. Am wichtigsten war sicherlich die Produktion des verarbeitenden Gewerbes aus Großbritannien. 0,4% war deutlich besser im August als erwartet. Die deutsche Handelsbilanz, der Überschuss war wieder deutlich größer. Die Arbeitslosenquote aus der Schweiz, ja, die Schweizer haben kaum Arbeitslosigkeit. Das kann man dazu nur sagen. Sehr gut auch die Industrieproduktion aus Südafrika. Ansonsten, naja, aus den USA gab es den IBDTIPP-Wirtschaftsoptimismus mit 50,3. Das war ziemlich grottenschlecht. Heute gab es Maschinenaufträge aus Japan. Sehr gut, 3,4%. Und der Jobs-Report, der ist aus den USA, habe ich da vergessen irgendwie hinzuschreiben. Leicht unter den Erwartungen, aber immer noch ein sehr, sehr hohes Niveau. Heute Abend, wie gesagt, FOMC-Sitzungsprotokoll und dann spricht noch der Herr Williams von der San Francisco Fed und Peter Prath von der EZB spricht heute auch noch und etwas später dann auch noch der API-Rohölbericht. Wir schauen auf den DAX und da sehen wir schon, ja, der DAX, der hat heute durchaus interessante volatile Bewegungen gemacht. Das ist heute mal hier der 15-Minuten-Chart, weil ansonsten hätte man nicht wirklich viel Bewegung gesehen. Also wir haben heute immerhin eine Bewegung von gut 50 Punkten hinbekommen, vielleicht sogar knapp 60 so. Die 13.000 ist uns weiter erspart geblieben, sage ich jetzt einfach mal so. Also so den ganz großen Jubel hat es heute nicht gegeben, war alles schön ruhig. Insgesamt ist das Ganze aber nach wie vor nicht wirklich unfreundlich. Man kann auch nicht sagen, dass hier irgendwo eine Top-Bildung zu erkennen wäre. Denn so richtig abfallend sind die Spitzen auch nicht. Und wenn man das Ganze dann sich im Stundenchart ansieht, wird das noch deutlicher. Also wir tanzen halt hier zurzeit so um die Ichimoku-Wolke drumherum, die immer dünner wird. Ja, und jetzt müsste dann irgendwann mal eine Entscheidung kommen. Der Aufwärtstrendkanal, der ziemlich dicke, der ist noch sehr weit vom Kurs entfernt. Ist auch schön zu sehen hier im Daily Chart. Das kann sich also durchaus noch eine Weile hinziehen. Tenkan und Kijun sind ein bisschen auseinandergedriftet, also ein bisschen überkauft scheint, dass der DAX schon im längerfristigen Fenster hier im Daily Chart durchaus weiter zu sein. Man muss mal abwarten, wie der Markt das weiter sieht. Rein theoretisch ist die 13.000 weiter drin. Besonders wenn jetzt ein bisschen Entspannung wieder in Spanien reinkommt. Die Konjunkturdaten sind ja gut. Es beginnt jetzt dann eben auch die Berichtssaison und mal schauen, was dann da letztendlich Neues kommt. Schauen wir auch mal schnell auf den IBEX wieder, auf den spanischen Index. Der ist gestern Abend noch deutlich stärker geworden, nachdem, wie gesagt, die Katalanen doch Dialogbereitschaft signalisiert hatten. Und ja, wie gesagt, heute hat auch der spanische Ministerpräsident Rajoy Ähnliches so von sich gegeben, sodass man da vielleicht hoffen kann. Auf der Oberseite hätte der IBEX dann auf alle Fälle Widerstand bei so 10.410 bis 10.430 Punkte. Euro-US-Dollar konnte sich heute ein bisschen erholen. Also hier ist auch dann am Ende eingepreist worden.
Ja, dass, wie gesagt, in Spanien dann doch ein bisschen Entspannung zu kommen scheint. Wir sind jetzt hier so ein bisschen in der Widerstandslinie, die ich erwartet hatte, bei 1,18, sorry, 1,1835 bis 1,1860, 65 herum kommen wir da drüber. Dann, das können wir dann auch nochmal im Daily Chart sehr schön sehen, dann könnte man durchaus in den Bereich von 1,20 steigen. Schauen wir mal, ob das dann gelingt. Im Euro-Britischen Pfund haben wir heute auch eine kleine Erholung wieder gesehen, nachdem es ja zuletzt ein bisschen Konsolidierung gegeben hat, aber insgesamt bleibt das Paar auf ziemlich hohem Niveau, ist knapp unter der 90 Pence Marke und im Daily Chart sehen wir, dass es aber eigentlich entscheidender ist, dann über die 0,9025 zu kommen. Da haben wir dann die Unterkante der ziemlich dicken Wolke und da müssten wir dann eigentlich drüber kommen, dann könnte hier durchaus es noch ein Stückchen gehen. Dass wir Parität schaffen, glaube ich persönlich zurzeit noch nicht. Schauen wir mal, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Das Cable kommt zurzeit über die 1,3225 nicht drüber. Das hat dann auch heute nicht geklappt. Bleibt aber durchaus auch möglich. Aber je länger die Nummer hier ja, dauert, kann es natürlich dann auch nochmal doch einen Rücksetzer geben, ist nicht ganz ausgeschlossen. Euro, Schweizer Franken schiebt sich auch so nach und nach immer entlang der Wolke ein Stückchen höher. Heute waren wir schon mal bei 1,1540 wieder. Also hier kann man wohl schon durchaus davon sprechen, dass die Erholung wieder aufgenommen wurde. Euro-kanadischen Dollar zeigen wir heute auch mal schnell. Da sind wir über die 1,48, über das Hoch von Ende September drüber weggekommen. Da könnte es also durchaus noch ein Stückchen weiter gehen. Wir sind jetzt auch im Daily Chart, nämlich über der Wolke drüber weg und könnten jetzt also durchaus über die 1,50 so in den Bereich 1,5080 durchaus mal versuchen zu kommen. US-Dollar, kanadischer Dollar, zurzeit ein bisschen Konsolidierung, sind ein bisschen unter die Wolke gefallen. Wichtige Unterstützung wäre die 1,2415 herum. Sieht also zurzeit ein bisschen so aus, als ob die Rallye im US-Dollar, kanadischen Dollar doch ein bisschen ins Stocken geraten ist. US-Dollar, südafrikanischer Rand. Wie gesagt, gute Industriedaten gestern aus Südafrika hatte den Rand schon mal deutlich gestärkt. Das Paar ordentlich korrigiert und die erste Unterstützung, die habe ich hier so ein bisschen an der Wolkenkante da gesehen und beim Tief vom 4. Oktober bei 13,5430. Die ist heute schon mal gebrochen, konnte nochmal zurückerobert werden, aber der Bruch ist durchaus nach wie vor möglich. Den Kahn unter dem Kijun und der hellblaue Nachläufer sowieso ziemlich bärig eingestellt. Also hier kann es durchaus sein, dass wir auch nochmal die zumindest mal die 13 42,40 antesten könnten. Im US-Dollar-japanischen Yen sehen wir zurzeit ein bisschen Seitwärtsbewegung. Das passt eben auch gut zu den Indizes. Geht dann nicht so richtig weiter. Zuletzt auch eine leichte Korrektur, eine leichte Konsolidierung. Das ist alles nicht wirklich dramatisch. Wir waren gestern schon mal kurz bei der 112 wieder. Naja, also das war immer ein Monatstief, aber ansonsten ist da jetzt nicht so viel Negatives zu sagen. Aber wie gesagt, wir sind unter der Wolke. Der hellblaue Nachläufer ist auch so ein bisschen unter den Kursen. Der blaue Tenkan ist gerade wieder am nach unten kreuzen des Kijuns orange. Das sieht also noch nicht zumindest danach aus, als ob die Rallye morgen gleich weitergehen könnte. Während der Dow Jones in der letzten Nacht wieder mal ein neues Allzeithoch im Future zumindest gebildet hat, bei 22.850. Ansonsten heute ein bisschen vorsichtig das Ganze, aber auch weiterhin ziemlich freundlich. Und den australischen Dollar wollen wir uns dann auch nochmal angucken. Da ist also, wie gesagt, die Geschäftsstimmung durchaus auch nicht so schlecht. Ja, zurzeit weiß der Aussie scheinbar nicht, ob er noch weiterfallen soll oder sich doch mal ein bisschen erholen soll. Tanzt jetzt hier so ein bisschen um die ehemalige Unterstützung bei 0,7785 herum. So ganz ausgeschlossen ist aber, wie gesagt, der Fall Richtung 0,77 zumindest mal auch noch nicht. Muss man mal abwarten, wie die ganze Nummer hier weitergeht. Auf alle Fälle könnten wir aber überverkauft sein. Wir sehen das hier sehr schön. Tenkan und Kijun sind doch ein bisschen auseinander im Daily Chart. Also ein bisschen Hoffnung haben die Bullen doch, dass sie das verlorene Terrain dann doch wieder zurückerobern könnten. Genau. Die OPEC erwartet nach ihrem neuesten Monatsbericht ein bisschen mehr Nachfrage am Markt und bei der Nicht-OPEC, also bei den Nicht-OPEC-Mitgliedern etwas weniger Angebot, also weniger Produktionsvolumen. Das hat den Ölpreis heute ein bisschen erst einmal gestützt, allerdings kam er dann auch ziemlich schnell wieder zurück und tanzt dann eben weiterhin irgendwie so um die 51 Dollar herum. Da ist jetzt, das, da war vorher ja Widerstand und jetzt haben wir da eben Support.
Und ja, ob es also hier die Hochs von Ende September bald wieder gibt, das muss man mal abwarten. Die Märkte sind da scheinbar nicht so ganz sicher. Die ganz spannende Frage ist ganz einfach eben, ob es der OPEC tatsächlich gelingt, die Förderreduzierungen, die zurzeit ja bei der OPEC zumindest laufen, ob die OPEC wieder nochmal alle Mitgliedsländer und Russland vor allem dann auch eben dazu bewegen kann, an diesem Moratorium weiter festzuhalten. Das ist die spannende Frage und das ist bei weitem nicht sicher. Reuters hat heute gemeldet, dass Russland den Handel mit Bitcoins beschränken möchte. Internetseiten, die Kryptowährungen handeln, sollen danach blockiert werden. Das hat die Bitcoins heute überhaupt nicht interessiert. Es sind heute trotzdem wieder über 4.800 gestiegen und könnten also durchaus Kurs nehmen auf die 5.000. Das wäre dann das neue Allzeithoch. Schauen wir mal, ob das Ganze gelingt. Und zum Schluss gucken wir natürlich auch noch auf den morgigen Tag. Heute Abend, wie gesagt, noch 20 Uhr, habe ich jetzt hier nicht nochmal hingeschrieben, aber ist natürlich wichtig, FOMC-Sitzungsprotokoll von der Fed und um 22:35 Uhr dann den API-Rohölbericht. Ansonsten gibt es morgen 6:30 Uhr in Japan den Industrieaktivitätsindex für den Tertiärsektor, die Industrieproduktion aus der Eurozone. Ziemlich wichtig nochmal für die Inflation in den USA, die Erzeugerpreise. Morgen um 14:30 Uhr, dann sprechen wieder verschiedene Notenbanker, unter anderem auch Mario Draghi von der EZB. Und die Erdöllagerbestände gibt es am Abend um 17 Uhr noch. Außerdem morgen Quartalszahlen, am Morgen Sky und mittags JP Morgan Chase und Citigroup. Heute gab es übrigens auch schon Zahlen und zwar von BlackRock. Die waren ziemlich gut. Trotzdem ist der Kurs dort hat er nachgegeben, weil dann eben die Marktteilnehmer doch mal Gewinne mitgenommen haben. Die Aktie hat in den letzten 3 Monaten 8% gewonnen. Das soll es dann für heute gewesen sein. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Bis morgen.